Vaseline, ja. Wenn ich Alkohol getrunken habe, dann mache ich das nicht. Weiß, was ihr müsst eigentlich hier oben rauskommen, ja? Mhm. Außenlinie, sprich zum Flow Trail hin. Aber schön rund. Und so rollt man ab. Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. Das Rad ist noch dreckig, ich glaube ihr seht es ein bisschen, denn heute geht es schon wieder in den Bikepark Oberhof. Ich war erst am Montag dort und heute ist Sonntag. Heute geht es wieder zusammen mit dem ersten SSV Saalfeld in den Bikepark Oberhof zum Training. Ich darf heute wieder Trainer spielen, beziehungsweise darf meine Tipps wieder weitergeben. Ich hoffe, dass ich das genauso gut wie das letzte Mal mache, beziehungsweise habe ich mir auch ein bisschen vorgenommen, einfach ein paar Sachen anders zu machen. Momentan ist das Wetter noch nicht so geil, aber es soll noch richtig warm werden, bis zu 26 Grad. Ich bin gespannt und freue mich mega drauf. Viel Spaß mit dem Video. Natürlich gehört die Erwärmung am Anfang erstmal dazu. Die Kiddies finden das zwar immer nicht so ganz lustig, weil sie lieber auf die Räder wollen, aber Verletzung vorbeugen ist sehr, sehr wichtig. Aber schön rund. Danach sind die Trainer mit ihren Kids auf die Trails gegangen, um dort die Fahrtechnik dank ihrer Schützlinge zu verbessern. Mal drüber sprechen kurz, okay? Ich fahre jetzt mal vorne weg. Ihr könnt euch das aussuchen, wie ihr wollt. Wir haben uns dann auch erstmal auf den Family Throttle eingefahren und sind dann auf die Downhill-Piste, um die es ja am heutigen Tage ging, und haben dann dort überall an den schwierigen Stellen oder Schlüsselstellen der Strecke Halt gemacht und haben diese Sektion mehrfach geübt. Gut, ich fahre mal vor, gell? Schön langsam. Wir fahren noch kein Rennen. Ich habe den Kids dann immer wieder meine Ideallinie vorgezeigt oder denen ihre Ideallinie besser gesagt gezeigt, wie sie zum Rennen fahren sollten. Sie konnten sich natürlich auch rantesten und sagen, gut, ich möchte dort oder dort lang fahren. Aber im Endeffekt habe ich das so ein wenig vorgegeben und die Kids sind dann immer hinterher. Du warst beim Ronny? Hat der Ronny euch das gezeigt? Ich erzähle es nur, wir machen das Ding nicht. Ihr müsst eigentlich hier oben rauskommen, ja? Außenlinie, sprich zum Flow Trail hin. Oben lang. Ihr kommt hier oben an, ja? Und seid hier. Ihr müsst dann, wenn ihr den Sprung fahren wollt, ja? Fahrt hier und müsst hier drüber, hier hoch, über diese Wurzelkante hier oben, ja? Und hier so schräg reinziehen und dann da drüber. Das ist die einzigste Linie, die es gibt für das Ding. Habt ihr gesehen, außen rum und drüber. Warte, ich brauche eine Weile. Jetzt, gut. Oh.
Boah, verkackt! Ich auch, frage mich die ganze Zeit schon. Oh, Alter, jetzt gibt's erstmal schöne Kaffee, Junge. Fahr vor. Nach dem Mittag ging es dann auf den Wiesentrail. Dort haben wir dann etwas Kurventraining geübt, weil ich mitbekommen habe, dass das Kurvenfahren wirklich, dass die Kids das Kurvenfahren noch nicht richtig beherrschen und ich ihnen mal gezeigt habe, wie ich das gelernt habe früher. Füße, Füße, Füße! Und sie sollten es dann einfach mehrmals nachprobieren. Ja! Hoch, hoch, Fuß, Fuß! Bis raus! Ja! Füße! Nächster! Ja, 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 gebremst! Ja! Tut mir leid! Füße, genau! Ja! Weiter hochfahren! Und so rollt man ab! Mein Sturz? Doch, hab ich drauf, glaube ich. Zur Tagesabwechslung ging es dann immer mal wieder auf die sehr schöne, ja, Jumpline, die es in Oberhof gibt. Herrlich, die Kiddies, ne? War es wirklich nur rollen. Warte. Thank you.
bist drüber? Ja, klar. Dann ging es nochmal auf den Tibo Trail. Natürlich ein paar Sprünge üben. Und natürlich auch dort das gelernte Wiesentrail, Kurvenfahren auf den Tibo Trail übertragen. Das ist doch gleich hier unten, ne? Ja, geil. Weißt du noch, wie es geht mit der Kurve? Unten, ja. Ja, einfach hier Beine unten. Beine raus, oben rein. Bin ich eingeklickt, ja. Ja, schon. Schon wieder. Beide nicht die Pedale, gell? Kennst du nicht die Linie, hä? Boah! Dafür habe ich viel zu wenig Luft drauf. Sag's doch, Rille! Zum Abschluss sind wir dann noch zweimal die Downhill-Piste durchgefahren, um das ganze Gelernte am Vormittag zu festigen und eventuell nochmal andere Linien zu finden. Denk an die Kurventraining! Denk an die Linien! Abstand halten, Leute. Ja. Krasse Linie. Ja, schön. Arbeit ein bisschen mit. Nicht so steif auf dem Fahrrad sitzen. Knie ein bisschen beugen. Arsch nach hinten. Schöne gerettet. An die Linie denken. Na? Sah bis jetzt gut aus. Ja.
Alle hier, wir sind nicht mehr die Jüngsten, gell, Leute? Pumalu. Okay. Los, Kira. Bei der letzten Abfahrt habe ich dann gemerkt, dass die Kids wirklich fertig waren. Ich meine, die haben seit früh um 10 durchweg bis auf die halbe Stunde Mittag gut, okay, trainiert. Und dann habe ich gemerkt bei der letzten Abfahrt, dass sich einige Fehler eingeschlichen haben. Und es war dann auch schon um 3. Und ich habe dann den Tag bzw. das Training für meine Kids beendet. Ich glaube, es war sowieso allgemein um 3 angesagt, aber es war dann so besser, die ganze Geschichte zu beenden. Oder noch was passiert. Na, das ist nicht die Linie, Fräulein. Warte, lass es durch. Ja, sieht gut aus. Konzentrieren. Ui, 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 ui. Schön gefangen hast du dich. Maurice, Julian und unsere Freundinnen saßen dann einfach noch zusammen. Gemütlichen Feierabendbierchen, wie es dazugehört. Und das war's schon. Ich bin zurück aus Oberhof. Es war wieder mal ein mega geiler Tag. Hat mega viel Spaß gemacht. Gott sei Dank war das Wetter auch mega, mega geil. Ich hoffe, ich habe die ganze Sache ein bisschen besser gemacht als beim letzten Mal. Das Feedback, was ich von meinen kleinen Schützlingen bekommen habe, war auf jeden Fall mega gut. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den ersten SSV Saalfeld, dass ich das wieder mal machen durfte. Es macht mir echt mega viel Spaß und ich würde die ganze Sache auch sehr gern öfters ausüben. Das Training heute hatte den Hintergrund, dass in 2 Wochen in Oberhof der Rookies Cup stattfindet, also am 9. und 10. Oktober. Da bin ich auch wieder vor Ort als Trainer oder Unterstützer, besser gesagt, um die ganzen Schützlinge unseres Vereins zu unterstützen. Falls ihr vor Ort seid, einfach mal anhauen, kein Problem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so wäre, Like und Abo nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!